Karl-Johan, was hast du gestern um 6.30 Uhr gemacht? Schlafen, gut. Aber noch 10 Minuten, ja. Und dann kam der Anruf von deinem Trainer, du musst nachrücken für Björn Ferry hier in Püttlingen. Ja. Hast du sofort Ja gesagt oder hast du erstmal gezögert? Ja, zuerst hat er gefragt, kannst du nach Frankfurt fahren? Was? Frankfurt? Warum? Na, Wettkampf in Pützingen. Okay. Ah, ja, warum nicht? Und jetzt stehst du hier als Sieger. Hast du damit gerechnet mit dem Sieg oder wie bist du in das Rennen gegangen? Nein, ich habe nicht gerechnet, aber ich wollte einen Sieg haben, das ist klar. Aber ich habe hart angefangen und muss gut schießen, das ist das Wichtigste. Das ist ein Schießwettkampf. Jetzt hat man in der letzten Saison gesehen, dass die Schweden sich sehr gut vorbereiten auf die Heim-WM in Östersund. Ihr seid Mixstaffel-Weltmeister geworden. Was hast du dir persönlich vorgenommen für die neue Saison? Also wir in Schweden wollen eine richtig gute Saison haben. Also die Östersund ist ein riesengroßer Wettkampf für uns. So, ja, wir hoffen, viel Gold da haben, alle kriegen. So, ja. Dein persönliches Ziel? Ja, ich wollte eine Medaille haben, das ist klar. Und in der Staffel, könnt ihr auch bei den Herren in der Staffel angreifen? Ja, warum nicht? Wir haben 4 gute Läufer, so warum nicht? Was machst du als nächstes? Habt ihr ein Trainingslager in der nächsten Zeit oder was steht als nächstes an? Ja, wir hatten nur einen Wettkampf in Östersund in 3 Wochen. So. Jetzt muss ich nach Hause fahren und ein bisschen bauen. Ja. Bauen? Bauen, mein Haus, ja. Okay, danke und viel Glück für die Saison. Danke dir.